Moin moin und willkommen bei JSTAR Zockt, Satellite Rain. So, ich habe in einem von den Kommentaren einen Hinweis bekommen, dass wir beim Spion die Fähigkeit Master Thief, dass man dann in gewissen Abständen erneut wieder aus bereits besuchten Gebäuden nochmal Geld rausholen kann. Und da wir ja chronisch Dauerpleite sind, ist das vielleicht keine allzu schlechte Idee. Also, zack. Jetzt hat er noch einen Punkt übrig. Tja, Waffenspezialist oder Gesundheit? Ich denke Gesundheit. Weil er hat ja schon eine starke Einschusswaffe. Und Gesundheit, wenn er damit etwas länger überlebt. Alles klar. Ups. Verklickt. So, wir haben wieder ein bisschen Geld zusammen. Das heißt, wir können der Supporterin das Assault Rifle geben. Und zum Glück kostenneutral ein Schalldämpfer. Ich finde es schade, dass der hier nicht angezeigt wird. Aber okay. Oh, und... einmal dieses Erste-Hilfe-Stab. Alles klar. So, wo sind wir? Wo sind wir? Wo sind wir? So, ah, hier. Wir machen mal schnell Reise zur Bank und besuchen nochmal die Bank. Und dann können wir gleich die neue Fähigkeit des Spions einsetzen. Also... es haben alle schallgedämpfte Waffen. Wir haben jetzt zwei Sturmgewehre dabei. Wir haben zwei Heilstäbe dabei. Ich denke mal, das sollte nicht so ein Desaster werden wie letztes Mal. Also, wir gucken, was ist mit wem verbunden. Ja, die Kamera ist mit dem verbunden. Da kommen wir natürlich jetzt nicht ran. Nein. Wir hacken hier mal schnell das Tor. Wir stecken uns hinter der Wand. So, wir schauen mal. Wir könnten hier das Tor hacken. Ja. Also, kampflos werden wir das wahrscheinlich nicht schaffen. Aber das soll jetzt nicht so ein komplettes Desaster werden. Nummer 3 geht mal weg, dafür geht Nummer 4 hier hin und geht mal in Position. So. Jetzt müssen wir natürlich auf den Schwenkbereich der Kamera aufpassen. Eins, kannst du da hingehen, ohne entdeckt zu werden? Ja, kann er. Die Hackerin. Hier laufen doch noch Wachen rum. Genau. Ich sehe drei Wachen, die wir sogar übernehmen könnten. Dann hätten wir... oh, wir wurden entdeckt. So. Wir setzen mal die Fähigkeit von Scharfschützen ein.
zerschieß mal die Kamera, das ist jetzt eh egal. Oh, da können wir gleich mal so einen Heilstab antesten. Ja, okay. So, da kommen jetzt mal alle mit. Oh, halt mal. Die können wir doch gleich mal hacken. Also man merkt sofort, dass wir zwei Sturmgewehre dabei haben. So, nochmal hacken bitte. So. Ah, die Kamera ist aus. Sehr schön, sehr schön. Das heißt, wir haben jetzt freien Zutritt. Na, dann gehen wir alle Mann da mal rein. Oder sollte jetzt nur der Spion alleine? Das weiß ich jetzt nicht. Sehr schön. Zurück zur Boje. Na, Relay Beacon. Dann kriegt die Hackerin nochmal eine Aufrüstung. Also Sturmgewehr mit Schalldämpfer und diesen Heilstab. Ach ja, Waffen weg. Ganz wichtig. Haben wir ein Fahndungslevel? Nein. Sehr schön. Wir hätten auch den Spion alleine schicken können. Weil er hat ja schließlich die Tarnfähigkeit. Aber na gut. So. 2000. Oh, ist das schön. Also, Loadout, die Hackerin. Ich könnte ihr noch eine zweite Attack-Drone geben. Wäre vielleicht auch keine schlechte Idee. So, Sturmgewehr. Was macht das eigentlich für einen Schaden? 43. Macht fast den über den zehnfachen Schaden des Sturmgewehrs. Wow. Okay, dann behält er die erstmal. Ja, dann sollte man ihn vielleicht in der zweiten Reihe positionieren mit dieser Einsatzfähigkeit. So. Oh, ich habe noch das Okular-Upgrade. Das kann jetzt auch der Supporter bekommen. Und das war's. Aber die Hackerin kann doch das bekommen. So, und schon sind wir wieder pleite. Oh Mann. Okay, Mission. Was können wir denn machen? Military. Och nö, Leute. Wir haben einen Schwarzmarkthändler. Oh. Zehntausend.
Was ist das denn? Biocarbonfiber. Faser. Das ist eine Beinpanzerung. Also da kriegen die Beine einen Überzug oder quasi eine zweite Haut. Da bekommen wir 10 Punkte mehr Gesundheit und 10 Punkte Panzerung. Eine leichte Körperrüstung. Kevlar-Polymer-Geflecht. Neuntausend. Ja, so viel haben wir nicht. Ach ja, wenn wir noch die anderen Distrikte. This checkpoint is a little worse shapes than most, and hopefully we can make it sing and dance for us. Smuggling outfits that knows the ins and outs. Ja. Fünfzehntausend, damit wir in den nächsten Distrikt kommen können. Alter Schwede. Naja. Das heißt, wir müssen erstmal hier noch. Wir sollen ein Droiden-Reparaturlager überfallen. Storage Compound. Lagergebäude? Schauen wir uns das mal an. So. Ah, diese Schnellreisefunktion ist herrlich. Also. Geht mal dahin. Wir haben hier eine Überwachungskamera. Wir haben hier Terminals. Und wir sollen da oben rein. Das ist ja relativ nah beim Eingang. Leichte Infanterie. Können wir dich? Können wir? Ja, aber ich glaube. Großartig Hintertür oder so wird wahrscheinlich nicht viel bringen, weil das ist schon relativ nah am Haupteingang. Schauen wir mal. Da oben könnten wir einfach reinspazieren. Aber da sind viele, viele Wachen. Naja, bis jetzt sehe ich nur zwei. Oh, ein Geschützturm. Ah, hier ist der Übergang zum nächsten Distrikt. Da ist eine Wache mit Drohne. Da ist ein Generator. Ja. Wo ist denn diese patrouillierende Wache hin? Da. Und du gehörst uns. Was kannst du denn? Oh. Uzikorps Low Level Security. Better Amazon. Sind etwas besser ausgerüstet als andere Soldaten in der Klasse. Aren't any more trained or value.
werden aber von ihrem Angestellten nicht weiter aufgerüstet oder trainiert. So, und mit diesem freiwilligen Mitarbeiter können wir jetzt hier ein bisschen das Gelände erkunden. Vielleicht sogar die eine oder andere Kamera zerschießen. Na gut, wenn wir jetzt hier außen längs gehen. Könnte das schon was? Oh, wir müssen dann aber hier lang. Und da vorbei. Oh je. Also ist vielleicht vor der Tür die bessere Alternative. Ich finde das interessant, dass wir den jetzt einfach so hier steuern können. Der kann den tatsächlich hacken. Oh, das war's. Der kann da einfach rausspazieren. Ein Enforcer. Wahrscheinlich eine Klasse höher und ein bisschen besser ausgerüstet. Okay, da machen wir uns mal in der nächsten Folge einen Kopf, wie wir das hier am schlauesten machen. Ja. Scheint aber machbar zu sein. Wir können es ja mit dem Hacker vorschleichen und alle Soldaten nach und nach übernehmen. Das klingt, glaube ich, nach einem Plan. Okay. Wir haben schon mal einen Plan. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann.